Sie sind Geschäftsführer und befürchten eine Kündigung oder Ihnen wurde bereits gekündigt. Wenn Sie wissen wollen, wie man taktisch klug gegen eine Kündigung vorgeht und worauf die Gerichte achten, dann bleiben Sie dran. Herzlich willkommen. Mein Name ist Boris-Jan Schimczyk. Ich bin Rechtsanwalt bei Rose & Partner und berate Unternehmen und Geschäftsführer. Wenn Sie Themen wie GmbH und Geschäftsführung interessieren, empfehle ich Ihnen, unseren Kanal zu abonnieren. Unser heutiges Thema ist die Absetzung des Geschäftsführers. Oft reichen ein, zwei unglückliche Situationen und das Vertrauen zwischen Gesellschaftern und Geschäftsführung ist erschüttert. In solchen Fällen kann es schnell vorkommen, dass der Geschäftsführervertrag gekündigt wird. Für den betroffenen Geschäftsführer heißt es dann meist alles oder nichts. Wenn der Geschäftsführer außerordentlich mit sofortiger Wirkung gekündigt wird, stehen nicht nur sein laufendes Geschäftsführergehalt, die variable Vergütung, sondern oft auch die gewestete Beteiligung und die Versorgungszusage auf dem Spiel. Bei der Absetzung des Geschäftsführers gelten mehrere rechtliche Ebenen, die ineinandergreifen. Der Geschäftsführervertrag ist kein Arbeitsvertrag. Sie sollten wissen, wenn die GmbH Sie als Geschäftsführer loswerden will, wird sie immer erstens die Abberufung vornehmen und zweitens Ihnen eine Kündigung des Geschäftsführervertrags zukommen lassen. Die Abberufung selbst führt nicht automatisch zur Kündigung. Beide sind unabhängig voneinander. Der Skizze können Sie entnehmen, dass mit der Abberufung das Geschäftsführeramt und mit der Kündigung der Geschäftsführervertrag beendet werden. Für beide Scheidungsakte, also Abberufung und Kündigung, ist grundsätzlich ein Gesellschafterbeschluss nötig. Aber Achtung! Bei größeren Unternehmen mit einem Aufsichtsrat kann es sein, dass nicht die Gesellschafterversammlung, sondern der Aufsichtsrat die Kündigung beschließt. In aller Regel gibt es zwei Dokumente. Einmal das interne Beschlussprotokoll mit den Beschlüssen der Abberufung und Kündigung und einmal das Kündigungsschreiben, das an den Geschäftsführer gerichtet wird. Der Gehaltsanspruch wird nur beseitigt, wenn die Kündigung intern wirklich beschlossen und sie dem Geschäftsführer auch gegenüber wirksam erklärt wird. Wenn wir von Kündigung sprechen, müssen wir zwei Kündigungsmöglichkeiten auseinanderhalten. Auf der einen Seite die ordentliche Kündigung und auf der anderen Seite die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund. Nur die außerordentliche Kündigung führt zur sofortigen Vertragsbeendigung, ähnlich der Situation beim normalen Arbeitsvertrag. Bei einer ordentlichen Kündigung müssen immer Kündigungsfristen oder Vertragslaufzeiten eingehalten werden. Abschließend kommen wir zur wichtigen Frage, welche taktischen Maßnahmen kann der Geschäftsführer ergreifen, um gegen die Kündigung vorzugehen? Die Kündigung lässt sich gerichtlich angreifen, wenn sie fehlerhaft ist. Fehler unterlaufen sowohl beim Beschluss in der Gesellschafterversammlung als auch beim Kündigungsvollzug, zum Beispiel bei der Vollmachtserteilung. Die Unternehmen sind zwar gut eingespielt, wenn es um die Kündigung von normalen Arbeitsverhältnissen geht. Bei der Absetzung von Geschäftsführern sind die Spielregeln aber viel komplexer. Unterlaufene Fehler sollte der Geschäftsführer ausnutzen. In der Praxis wird immer heftig darüber gestritten, ob tatsächlich eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Geschäftsführers vorliegt. Dabei geht es nicht immer um die Kündigung. Die GmbH geht oft auch taktisch wegen vermeintlicher Pflichtverletzung mit Schadensersatzansprüchen gegen den gekündigten Geschäftsführer vor, um Druck auf ihn aufzubauen. Daher ist eine gute Verteidigung sehr wichtig. Liegt tatsächlich kein wichtiger Kündigungsgrund vor oder kann er nicht bewiesen werden, lässt sich die Kündigung kippen. Und an dieser Stelle sollten Sie wissen, die GmbH muss im Streitfall die Pflichtverletzung des Geschäftsführers beweisen. Beweisbelastet ist also nicht der Geschäftsführer, sondern die Gesellschaft. Dies ist für den Gerichtsprozess sehr wichtig. Die günstige Beweislastverteilung sollte jeder Geschäftsführer für sich ausnutzen, insbesondere wenn er in Vergleichsverhandlungen mit dem Unternehmen eintritt. Auch der Kündigungsbeschluss kann an vielen Fehlern kranken. Kippt der Gesellschafterbeschluss, so kippt immer auch die Kündigung. Der Fremdgeschäftsführer kann jederzeit auch die Nichtigkeit des Kündigungsbeschlusses gerichtlich geltend machen. Ist der Geschäftsführer auch Gesellschafter, kann er den Kündigungsbeschluss zusätzlich im Wege der Anfechtungsklage zu Fall bringen. Übrigens, nach der Kündigung kommt es oft zu Vergleichsverhandlungen zwischen Geschäftsführer und GmbH. Beide Seiten sind in der Regel interessiert, einen langwierigen und teuren Gerichtsstreit zu vermeiden. Hier besteht nun die Möglichkeit für den Geschäftsführer, eine angemessene Abfindung zu erreichen. Zu dieser Thematik empfehle ich Ihnen vorab unser Video zur Geschäftsführerabfindung.
Abschließend ein wichtiger Verteidigungsaspekt. Oft lässt sich die außerordentliche Kündigung gerichtlich bekämpfen, weil sie schlicht zu spät erfolgt ist. Das Gesetz sieht nämlich eine Frist von 2 Wochen ab Kenntnis des Kündigungsgrundes vor. Bei unserer Anwaltsarbeit kommt es immer wieder vor, dass die Geschäftsführerkündigung zu spät ausgesprochen wird. Sie werden sich fragen, wie kann das sein? Nun, der Hauptgrund liegt im komplexen Verfahren der Geschäftsführerkündigung. Größeren Gremien wie Gesellschafterversammlung fehlt es schlicht an Schnelligkeit und Flexibilität. Zu späte Entscheidungen und Beschlüsse führen dann zur Nichtigkeit der Kündigung. Und das war's. Liken und kommentieren Sie gern dieses Video. Bis zum nächsten Mal.